Klick. Perfekt. Mit einer perfekten Klappe starten wir den Destiny-Marathon, den wir uns für heute vorgenommen haben. Wir wissen noch gar nicht, wie lange wir spielen, ne? Aber so ein bisschen. Also, wollte ich schon, also ein, zwei Stunden auf jeden Fall. Mal also wir nehmen auf uns auf jeden Fall vor, mindestens drei Teile auf YouTube hochzuladen. Da werdet ihr die komplette Folge quasi jetzt sehen oder alle kompletten Folgen. Und auf unserer Seite www.gamona.de findet ihr dann ein kleines Highlight-Video, damit ihr euch nicht durch die Stunden voller Nooberei und Grinderei durchquälen müsst. Genau, wir basteln da was Kleines für euch. Und vielleicht auch noch ein kleiner Text, so ein kleines Zwischenfazit für uns. Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir loslegen. Das ist die Beta und wir haben vorher die Alpha gespielt. Genau, ne? Das war vor ungefähr zwei Monaten, glaube ich. Und ich weiß auch gar nicht, was jetzt alles Neues in der Beta. Man weiß es gar nicht, ne? Das haben die nicht gesagt. Wurde auch so, ja, ich glaube, da wurde relativ wenig nach außen hin kommuniziert. Es soll auf jeden Fall mehr sein, das wurde halt gesagt, was jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend ist. Wobei ja auch schon die Alpha groß war. Wie viele Stunden hast du die Alpha gespielt? Wenig, muss ich sagen, wirklich wenig. Zweieinhalb oder so. Ich bin auch bei so vier Stunden oder so. Ja. Wobei ich jetzt auch wirklich Bock drauf habe. Aber ich habe es dir vorhin schon gesagt, das Wetter draußen macht mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Ich muss gucken. Vermutlich bleibe ich dann aber doch drin und spiele bei Destiny. Ich finde es großartig. Bei dem Wetter ist es zu warm, um rauszugehen. Ich würde sagen, wir können anfangen. Möchtest du zuerst? Ja, ich fange gleich an. Okay, ich stelle mir noch hier so ein, ne? Wir lernen ja aus unseren Fehlern. Weil bei meinen The Forest-Videos ist mir im Nachhinein aufgefallen, da habe ich das nicht so gemacht mit Stoppen. Und da habe ich ein 17-Minuten-Video und ein 44-Minuten-Video. Es war ist nicht so einfach, aber hat euch scheinbar gefallen. Es kamen bisher nur positive Nachrichten. Genau, alle fünf Leute haben gesagt, die fanden das gut. Nein, es war so. Also ich drücke einfach mal, wie geht das denn hier? Stopwatch, genau. So, die Urtings läuft. Dann, so, dann Musik, Ton für uns. Genau, für euch hoffentlich auch. Wenn wir alles richtig gedrückt haben, habt ihr auch Ton. Wenn nicht, aber dann, da wir aus Fehlern lernen, sollte das jetzt eigentlich klappen. Wenn nicht, dann spielen wir eine Musik ein. Aber das sollte eigentlich genau. Boah, ich bin echt gespannt. Jetzt werden wir heute schon mal einen Dreh gemacht. Und ich glaube, nee, man sieht es nicht mehr. Es war vorher ein Hinweis hier im Hintergrundbild versteckt, was wir aufgenommen haben. Und das war anstrengend. Das war wirklich anstrengend. Und es war warm. Und es war warm. Und es war richtig warm. Sapprig. Aber das ist jetzt tatsächlich Entspannung. Wird eigentlich der Charakter resettet, weißt du das? Ich glaube jetzt ja, aber ich habe auch gestern gelesen, dass man die Fortschritte aus der Beta vielleicht mit ins Hauptspiel noch übernehmen kann. Das steht noch nicht so ganz fest. Boah, guck mal, wie geil das ist, wie weit man den anfassen kann. Wir müssen wirklich den Kopf drehen. Das hätten wir eigentlich auch schon mal vorher machen können. Aber so, passt. Tendenziell lieber ein bisschen heller. Also ich würde schon eine 6, würde ich vielleicht sogar sagen, weil ja, gut. Das, man weiß nie, wie es dann hinterher aussieht. Subtitles disabled, oder? Stören nur bei der Ordnung. Ich glaube, so oft ist es da auch nicht. Also. Na gut, enabled. Oder Mach mal enabled. Wenn hier welche von euch, wenn wir vielleicht was versauen im Ton oder so, dann könnt ihr das noch nachlesen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, ich glaube, bin gespannt. Die Settings, ich hab Bock. Und bin natürlich sonst vollkommen objektiv. Welt. Ey, warte, das ist gleich wichtig. Was bist du denn für ein Spielertyp? Ich nehme immer den völlig langweiligen Allrounder. Ich fahre auch mit Mario Kart, mit Mario oder mit Yoshi oder nehme halt irgendwie immer so einen Krieger, der halt gute Verteidigung hat. Vielleicht, wie geil das schon aussieht. Vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz, vielleicht sagen wir ganz kurz für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, was das hier soll und nur hoffen, dass wieder lustige Outtakes dabei sind. Destiny ist quasi ein, ich sag das immer falsch, nicht Skyfy, Sci-Fi, ein Sci-Fi, Next-Gen MMO? Es wird als MMO vertrieben, glaube ich. Ganz genau. Ein MMO-Shooter quasi im Grunde. Und man kann quasi rumreisen und Quests erledigen und andere Spieler treffen und der ist übliche gelöst. Und ganz kurz, das Besondere ist, das kommt von Bungie, das sind die Jungs, die Halo gemacht haben. Bis zu Halo 4, das war der erste Teil, der von 343 von neuen Studio eben kam. Aber die Leute hier, die haben Halo erfunden und groß gemacht und man merkt auch, dass die Leute halt ihre Finger hier im Spiel haben. Es hat nämlich einiges von Halo. Gut. Aber darum geht es auch gar nicht erstmal. Nur so als allgemeiner Hinweis noch. Es gibt auch die Borderlands-Vergleiche, aber da kommen wir auch gleich noch dazu, bin ich mir sicher. Also wir nehmen auf jeden Fall mit den Hunter, weil ich glaube, der ist langweilig zum Zuschauen. Ja, entweder so einen krassen Zauberlehrling quasi. Oder den Titan. Das ist schwierig, ne? Ja, wir können ja auch für jedes Video einmachen. Das wäre doch mal eine Idee. Aber dann können wir nicht aufleveln. Dann kommen wir ja nie so weit, weißt du?
Komm, komm, wir machen es, wir machen es so, du schließt die Augen und bewegst einfach den Stick. Moment, du hörst es ja dann. nimm irgendeinen. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, wir entscheiden mit Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Für wen, du bist für den Titan, genau. Ich bin für den Warlock. Okay. Okay. Best of three. Okay, Moment. Okay. Und ohne Brunnen. Nur mit Schere, Stein, Papier. Genau. Gut. Schnick, Schnack, Schnuck. Alter. Gut, den Hunter also. Nee. Warlock, schön. Boah, das ist jetzt. Ich würde sagen, das lassen wir einfach so. Das aber mach wenigstens irgendwie ein Random oder sowas. Boah, coole Dingens. Wir können ihm eigentlich. Aber die Rasse können wir schon sagen, oder? Genau. Komm, nehmen wir Male oder Female? Sind wir dann wieder sexistisch? Wenn wir nehmen jetzt Female, weil okay. Bei Unity können wir das nicht haben, dann müssen wir es jetzt hier nehmen. Ui. Oh Gott. Geil. Das finde ich auch ein bisschen. Nee, wir wollen die schon sehen, wenn die schon so ein hübsches. Dann nehmen wir die hier. Ne? Genau, nehmen wir das. Und hier Face ist eigentlich egal. Ja, das ist in Ordnung. Die Haare sind mir wichtig. Die Haare möchte ich noch ändern. Nee, mach mal hier so ein. Das unten, in der zweiten Reihe unten, dieses. Das Blau? Ja, irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, schön. Ja, komm. Ist schon okay, gut. Eye Color. Ja, so, gut. Ja. Herr, das ist wichtig. So, Moment. Irgendwas Geiles. Hier, genau. Ganz oben ist, wir verstehen uns. Das ist schon mal nicht schlecht, finde ich, oder? Das hat was, Das ist. Alter, voll gut. Nee. Doch. Echt? Gut. So russischer. Ich bin ein bisschen verliebt. Doch, oh Gott. Mach mal. Ich bin für das. Alter. Boah. Ich würde gerne mal die drehen. Scheint aber nicht zu gehen. Nein. Ich meine den Kopf drehen. Ich bin für das oben rechts, glaube ich. Echt? Ja. Oder mach mal das ganz unten rechts. Wir können noch wieder Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Das ist geil, oder? Diese so wilde Amazone. Ich finde das ein bisschen bubihaft, ehrlich gesagt. Ihr sollt uns auch ein bisschen beeilen. Wir nehmen jetzt einfach irgendwas. Das finde ich auch gut. Ja, wir nehmen jetzt das, genau. Haarfarbe, die ist auch wichtig. Da bin ich für sowas. Oder was Orangiges. Probier mal das Orange. Scamona-Orange. Oh, ist ganz schön dunkel. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, das passt so. Nee, ja, das ist alles doof. Alles doof. Gut, Schweden, Finnisch. Es ist Freitag. Es war schon sehr warm. Und los geht's. Boah, es geht los. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wie bei so einem Film. Bei so einem 100-Stunden-Film? Ja. Banshee. Guck mal hier, ob hier alles noch brav aufzeichnet. Das sieht gut aus. Weißt du eigentlich irgendwas wegen der Story? Ich habe nämlich überhaupt gar keine Ahnung, worum es gehen wird. Das ist eben so ein Ding und ich glaube, wir erfahren gerade ein bisschen was, oder? Das Intro, das gab's vorher nicht. Bin ich jetzt doof? Nee, ich würde auch sagen, das gibt's gerade zum ersten Mal. Weil zur Geschichte habe ich auch überhaupt noch gar nichts gewusst. Ja. Das hat mich auch ein bisschen gestört beim letzten Mal. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Das typische Halo. Ah, ist schon schick, ey. Wobei das jetzt auch gerendert ist, aber. Schon cool gemacht. Ey, da ist doch jetzt gleich alles kacken. Ich muss gerade sagen, ich hätte jetzt schon nicht in das Intro reinreden. We called it the Traveler, and its arrival changed us forever. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy.
a darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space, centuries after our golden age began. This darkness found us, and that was the end of everything. But it was also a beginning. Das war, kann man schon mal machen, ne? Ja, aber auch ziemlich vage alles noch. Ja, aber es war auf, hat auf jeden Fall Bock gemacht, also hat seinen Zweck erfüllt. Und ich schätze mal, man wird durch die Quest auch immer mehr rausfinden, was da so abgeht in dieser Welt. Das ist aber, also da bin ich schon jetzt ein bisschen skeptisch, weil das hat bisher noch kein Spiel dieser Art geschafft, die Story echt gut zu vermitteln, obwohl es eigentlich ein großer Online-Multiplayer-Shooter ist. Auch bei MMOs ist ja die Story immer so ein Ding. Und wenn die Jungs von Bungie 1 nicht können, ist es eine Story erzählen. Die können coole schreiben. Was man in Halo merkt, das ist eine echt coole Geschichte mit einer riesen Welt und einem riesigen Universum so dahinter, aber die können das ums Verrecken nicht an den Mann bringen. Und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Angst, also ich weiß nicht. Die ist natürlich noch völlig unbegründet, aber die Geschichte lehrt uns. Ui. Guardian? Eyes up, Guardian. It worked. You're alive. You don't know how long I've been looking for you. I'm a ghost. Actually, now I'm your ghost. And you, well, you've been dead a long time. So you're gonna see a lot of things you won't understand. This is fallen territory. We aren't safe here. I have to Naja. Hold still. Don't worry, I'm still with you. We need to move. Geil, geil, geil! Tyrion Lannister! Bester Sprecher überhaupt, ey. Wobei er in der Alpha ja immer ein bisschen gedisst wurde. Also nicht von mir. Ganz schön laut. Ja, ich muss sagen, das hat mir jetzt echt gefallen, der Anfang. Das ist nicht so ein holzhammer Ding. Ich muss gleich sagen, boah, wir sind groß und laut und cool. Guck mal nach oben. Sieht doch wirklich ey, das gut aus, ey. Ist echt, guck mal nach rechts, wie das so geht. Ja, das ist schon, Ja, kann man sich schon mal geben. Lass sie mal nicht irritieren, ich muss mal kurz was schauen. Mhm. Nicht, dass der Spielesound ein bisschen zu laut ist oder so. Muss ich mal kurz was googeln. Okay, I need to find you a weapon before the Fallen find us. Im grünen Bereich. Another one of these hardened military systems, and a few centuries of entropy working against me.
Hast du mich verpasst? Ich soll das Gewehr greifen. So, los geht's. Gab's schon Gegner? Nee, ne? Die kommen jetzt gerade. Er hat gerade das Licht angemacht und da waren natürlich gleich ein paar Viecher, die hier losgesprobelt sind. So, weiter geht's. Ah, das scheint so eine ehemalige Festungsanlage oder sowas gewesen zu sein und die wurde überrannt oder so, oder? Ja. Watch for motion so. On the tracker. Mir gefällt auch zum Beispiel jetzt schon das kleine Detail, dass das Visier der Waffe einen Sprung hat. Das sind so Kleinigkeiten einfach, die das Ganze irgendwie runter machen. Stimmt. Ja, da sieht man es auch mal besser. Mhm. Das ist schon nett. Eieiei. Wie fühlt sich das Waffenfeedback an? Bisher ganz gut. Also sie scheinen nicht so wahnsinnig schwer zu sein. Der Vergleich bietet sich eben an zu Halo. Es ist auf jeden Fall ein bisschen schneller und nicht ganz so träge. Trifft es aber schon einigermaßen. Also wer das mal gespielt hat, weiß so ungefähr, was ihn hier erwartet. Mhm. Aber wirklich auch im Guten. Also Halo ist ja nur auch dafür bekannt, der perfekte Konsolenshooter zu sein. Wobei es Destiny auch für den PC geben wird. Weiß man da eigentlich, ob PC- und Konsolenspieler vielleicht zusammen ans Werk gehen können? Mit Sicherheit nicht. Also nicht. Das will auch keiner, weil also Konsolenspieler sind dann einfach zu langsam für PC-Spieler und PC-Spieler sind zu schnell für den Konsolenspieler. Das ist halt, die Eingabesteuerung ist einfach eine andere. Ja, die Hürden sind schon groß. Kannst du denn schon irgendwelche Fähigkeiten einsetzen? Nee, oder so? Bisschen, einfach nur steuern machen, und ja. Das ist halt der Schlag. Genau. Und bei der Magierin scheinen wir eben ein bisschen magischer. Man sprint wahrscheinlich, wenn genau. Ja, ja, das geht auf jeden Fall. Ohne krasse Shaky Cam, was auch mal wieder ganz angenehm ist. Ja, ja. Ja. Das ist schon... Da kann ja, man schon die Parallele ziehen. Ach, aber, ja. Waffe aufgesammelt. Direkt... Ah, okay. Übrigens, geh doch mal kurz ins Optionsmenü und schau dir das mal an. Das fand ich, das hat mich ja total angemacht, das mag ich sehr. Ja, dieses Rollenspielartige. Wir können das ja mal kurz erklären. Man kann wirklich für die verschiedenen Slots verschiedene Items sammeln und dann halt hier zum Beispiel auch mehrere Paar Schuhe haben. Und die haben dann auch wirklich Spezialfähigkeiten und andere Werte. Das ist schon wirklich so wie in einem richtigen Rollenspiel, kann man sagen. Ja. Im Grunde auch das, was Borderlands macht, aber noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben. Und hier, genau, das sind die neuen und... Die kann man dann auch nochmal upgraden und so weiter. Ich stehe halt auf diese Statistik-Kramerei, weißt du, so Waffen vergleichen und gucken und das mag ich sehr gerne. Gut. Eieiei. Chip mines. Don't touch them. Na toll. Ey, lass mal die Schotze. Ja, aber nicht, wenn die 30 Meter Entfernung stehen. Da muss ich ran. So geht das. Ich habe echt das Gefühl, das scheint fast ein bisschen schneller geworden zu sein seit der Alpha. Meinst du? Keine Ahnung, ich mache wirklich täuschen, aber irgendwie wirkt es zumindest so. Kann auch daran liegen, dass wir jetzt drin sind und die Alpha war fast nur auf so größeren Flächen draußen. Und da wirkt das natürlich auch anders. Aber fühlt sich auf jeden Fall gut an. Eieiei, hast du Granaten oder so? Das war mein erster Gedanke, aber nein, ich glaube nicht. Aber bisher ist es ja auch ziemlich easy. Was ich auch irgendwie, am Anfang fand ich es ungewohnt, aber ich bin mittlerweile recht froh, muss ich so sagen, dass es eben kein richtiges Deckungssystem hat, in dem Sinne, dass man also wie Butter aufs Brot geschmiert wird, wenn man an der Wand steht, sondern dass man einfach so strived, also einfach so sich wirklich optisch hinter Deckung stellen muss. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Ich finde, einen guten Kompromiss hat er auf Wolfenstein gefunden, das neue. Da konnte man sich also leicht rauslehnen, aber das war halt auch eine andere Art Shooter, also das kannst du in einem Multiplayer-Shooter nicht bringen. Ich denke auch, das ist völlig okay. The fallen have a tighter hold on this place than I thought. Just a little bit further. Ach, ich mag diesen Sprecher so gerne. Ich mag den echt.
Das hilft mir und ich glaube auch bei dem einen oder anderen Zuschauer, die Wartezeit auf die nächste Game of Thrones Staffel zu verkürzen. This was an old cosmogram. Klar, was liegt näher als Sci-Fi und... ich weiß, was du meinst. Boah, Panzer, nimm! Kannst du nicht irgendwie... Nein, los, hol mir! Ich glaube, der ist hinter sich. Oh, da ist hier... Und Gregor, das inszenatorische Monster, guckt nicht hin, wenn im Hintergrund... irgendwas existiert. Es war nur eine Leuchtkugel und das ist ein Panzer, du hast selbst gesagt. Boah, guck mal. Was kaputt? Was wollt ihr? Alter! Das ist ja aber. Was man unten sieht, ist auch tatsächlich die Erfahrungsleiste. Ja. Man kann nämlich auch leveln, genauso wie sich das gehört. Genau. Für einen Rollenspiel-Shooter. Und ist auch sehr wichtig, weil man auch eine Reihe von Fähigkeiten freischaltet dann. Und nämlich auch, weil viele Objekte nämlich auch gebunden sind, ja, an der Mindestlevel. Das stimmt. Aber Zielwasser war heute früh keins mehr übrig, ne? Ich habe heute schon Menschen aufgeschnitten. Wer genau zuhört, weiß, genau. Wobei, er war ja schon offen. Wie krass, warum war der eigentlich schon offen? Warum konnte man den selber nicht aufschneiden, weißt du? Ja, weil sich doch so ein Chef völlig die Finger schmutzig machen. Nee, keine Ahnung, ich vermute, weil schon dann wäre es halt gescheitert. Also aber guck mal, ich finde es geil, wie jetzt ohne Hinweise erzählt wird, dass es da irgendwo mal einen Kampf zwischen zwei Kulturen gegeben hat, weil wir haben oben so einen Weltkriegspanzer gesehen, die wir auch kennen, genau, von unserer Erde. Und jetzt und das ist eher so ein, was Extraterrestrisches. Genau. Mann, das wäre das geil, wenn wir schon einen Planeten entdeckt hätten, weißt du? Also jetzt im echten Leben und das irgendwie so reflektieren könnten. So. Bist du so einer von denen, die steif und fest behaupten, es gibt keine Aliens da draußen? Nee, also allein schon durch die statistische Wahrscheinlichkeit. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich kann diese Leute halt echt nicht verstehen. Also es ist halt, diese Leute, glaube ich, die denken halt an diese grünen Viecher und sagen dann, nee, sowas gibt's nicht. Ja. Aber ich meine, alles. Ich meine, ich wäre schon begeistert, wenn man auf irgendeinem Planeten irgendwelche Würmchen, die eine Kolonie oder sowas haben. Ich meine, das reicht doch schon. Oder... Was ich eben auch finde, man denkt halt dann auch immer nur an Sachen, die man schon kennt, aber es könnte ja auch irgendwas total Abgedrehtes sein. Also ist was wir uns gar nicht vorstellen können. Ja, da gibt es auch wirklich viele, viele spannende Berichte drüber und Dokus. Also früher oder später? Später. Und das Problem ist ja, wenn wir welche finden, dann werden nicht wir sie finden, sondern die uns. Es sei denn, wir machen plötzlich einen riesengroßen Sprung. Ach, so wie ich die Menschheit... Oh, cool. So, will ich mal gucken. So wie ich die Menschheit kenne, ist passiert irgendwo ein Unfall, weißt du, irgendwas, was keiner wollte und plötzlich ist passiert irgendwas. Es ist doch immer so gewesen mit den Erfindungen. Hier oben, da ist ein Plus. Ja, ja, aber das... Du musst ja draufklicken. Oder? Nee. Ach, hier. Ja, kannst du mal gucken. Uff. Ja, aber das war auch schon in der Dings so. Das kennt man schon. Okay, gut. Also jetzt können wir... Genau. Aber richtig verstanden habe ich es noch nicht. Also, ich kann jetzt auch wirklich nur die Vortex-Granate ausrüsten. Genau, man bewegt sich dann so quasi nach rechts weiter und schaltet das frei und die muss man dann ausrüsten. Also man sucht sich quasi, so ein bisschen wie bei dem aktuellen Diablo, die Skills aus, mit denen man kämpfen möchte, aus so einem Pool an Möglichkeiten. Finde ich einfach ganz nett eigentlich. Macht es vor allem dann wirklich schön taktisch. Ja, und wenn man mal halt keinen Bock auf irgendwas hat, kann man was anderes machen, das finde ich nett. I'm picking up signs of an old jump ship. Could be our ticket out of here. Und wie viel Zeit haben wir schon rum? Krass, weil 21 schnell. Minuten schon. Spricht für Destiny. Ne? Was ich mich gerade frage, wenn wir pausieren, das geht ja gar nicht, ne? Weil es ist ja eigentlich theoretisch online. Ich glaube aber jetzt noch nicht. Das wollte ich nämlich vorhin schon kurz ansprechen. Ich frage mich, wann so dieser Bruch kommt, dass es halt auch online wird. Ich glaube nämlich, die ersten ein, zwei Stunden sind... im Grunde Singleplayer und Offline, damit du eben erstmal reinkommst. Ich glaube nicht die ersten ein, zwei Stunden, sondern nur das Tutorial, was dann vielleicht dasselbe ist, aber ich glaube, das ist nur die Tutorial-Version. Wir können es ja mal ausprobieren, wenn du im Kampf bist, dann drück einfach mal kurz dann Start, wenn die auf dich schießen. Mhm. Aber ich glaube auch, es gibt nämlich auch keine richtige Pause-Funktion. Genau, okay. Du hast halt den Bildschirm dann, aber bist doch im Spiel. Das was ja auch Sinn macht beim Online-Spiel. Ich
gucke auch die ganze Zeit nach irgendwelchen Anspielungen oder eine Hommage an andere Spiele, weil Bungie ist ja dafür bekannt, immer mal auch so ein bisschen nach links und rechts zu schauen. Ja, auf jeden Fall. Allein schon die ganzen Anspielungen an Halo. Da hätten sie doch reinstellen können, oder? Das wäre doch geil gewesen. Naja, also ganz ehrlich, ja. Das Ding hat sogar schon Ähnlichkeit mit... Wie heißt das mit dem... Ja, ja, mit dem anderen, ne? Ich weiß das mit... Y-Wing gibt's doch auch irgendwie so, mhm. So ein Y-Wing. Genau. Voll, ja. Naja. Oder ein bisschen so, hast du das, dieses Star Wars Band Spiel früher gespielt? Ja, Podracer. Genau. Davon hat's auch ein bisschen was. Da hat's, glaube ich, da ging's mir wow, Nahkampf! Komm jawohl. Her. Schön. Das ist schon cool. Das klingt gut. Alright. Let me see if I can get us out of here. Oh Gott, oh Gott. Hey, man sieht gar nicht uns hübsch. Ja, wir müssen noch den Helm abnehmen. It's been here a while. Ja, so kommt man ins Raum. Ja. Jetzt kommt bestimmt sowas wie finde Teile 1, 2, 3 auf der Karte, oder? Oh, wäre natürlich... If you bring me... Ja genau, wäre natürlich nett, wenn es jetzt nicht so wäre. Guck mal, das freut mich. Da hätte ich jetzt keinen Bock gehabt, weißt du, rumlaufen und... Das ist auch cool gemacht einfach, also... Das mag ich, da bin ich... Ja. Weil man jetzt natürlich argumentieren könnte, das Ding hängt da vermutlich schon seit hunderten von Jahren und funktioniert noch. Ach, der Gräber. Aber ich hab ja, gesagt, könnte. Immer was. Nein. Okay. Das reicht uns doch. Ja, ja, komm. Das ist ein besseres Taxi. Verteilen. Ja, oder? Geil. Guck mal hier. Den machen wir noch platt, oder? Den machen wir platt und dann können wir den Teil unterbrechen. Genau, bevor wir dann auch wirklich mobil sind. Mit dem Ding. Ah, okay. Vielleicht... Ja. Das merken wir uns. Zu dem Ömmel kehren wir nochmal zurück. Der erste Train Zwischenboss also. Bam, bam. Boah, wir möchten die Schürze, die die oben hat. Möchten wir? Ja. Ich hätte über die Waffe gern, die sie hat. So, jetzt kommt man, glaube ich, sollte man... Ach ja, genau. Geil. Nochmal schön gucken, wie geil wir waren. Der abschließende Missionsbildschirm. Ja, 10 Precise Kills kann man mal machen. Ist das ein Fünftel? Wir wissen natürlich aber auch nicht, was das heißt. Könnte alles was sein. Was denn heißt? Genau. Arcadia Class Jump Ship, genau. Man kann sich auch unterschiedliche Schiffe dann holen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da habe ich Lust. Aber haben die denn wirklich eine spielerische Relevanz? Ich glaube also schon, vielleicht die Reichweite erhöht sich, dass du so dann neue Planeten freischaltest. Das wäre aber für mich jetzt kein Spiel. Also ich meine wirklich, kann man dann eben noch direkt mit dir fliegen? Ich glaube, das ist nur so Ladebildschirmoptik, aber ist doch trotzdem schön. Nö, ja, klar. Oh, jetzt sieht man mal, wo diese Plattform ist. Ich hoffe wirklich, dass sie schaffen, so eine richtig geile Welt zu inszenieren. Und bisher... Schon krass, er hängt einfach so ein Mini-Planetchen mitten. Oh Mann, vorhin habe ich noch hat gesagt, dass die Sonne mich nach draußen locken wird. Ich glaube, das war gelogen. Ich würde gerne wissen, wie hoch das Level Cap ist. Ich glaube, in 12 Stunden weiß man, dass wenn die ersten Leute das schon erreicht haben. Früher sogar. Genau. Ja. Das kannte man jetzt schon aus der Beta, das ist so der übergeordnete, die Stadt, in der man sich quasi aufhält, wo man auf andere Leute trifft, wo man sich ausrüsten kann, Missionen annehmen kann, der Ausgangspunkt einfach. Also, man hat eben gehört, das ist quasi, wir sind auf der Erde wieder und das ist der letzte Ort auf der Erde, wo noch nicht alles scheiße ist und da sitzt quasi das menschliche Hauptquartier. Und hier, glaube ich, findet auch so die typische Interaktion mit den Leuten statt. Und man kann hier mit den Leuten quatschen und treffen und man kann hier Waffen kaufen und Rüstungen aufbessern und alles, was das Aufbesserherz begehrt, quasi. Ja. Und eine Ladezeit gibt es auch. Warum lädt er jetzt nochmal? Ja, das ist die Beta, ist schon okay. Stimmt, aber die Ladezeiten finde ich sogar immer noch trotzdem kürzer als in der Alpha. Ja. Da was fand ich noch, obwohl gerade, das kratzt schon, aber... Ja. Bin ich auch gespannt, ob wir schon mal direkt auf die ersten Leute treffen. Bestimmt. Ich denke eigentlich auch. Das würde sich anbieten. Am ersten richtigen Tag der Beta glaube ich schon, dass da recht. Nee, ich meine, ob man jetzt auch halt innerhalb des Spiels die halt schon sehen soll und darf.
Hörst du schon was? Gerade war irgendwie eine Stimme da. Ne? Mhm. Ach man, hoffentlich wird das echt so gut. Ich hoffe es auch. Ich hätte auch wirklich Bock drauf, mich so zu verlieren. Ah, da sind wir schon. Aber bevor wir jetzt da reinlaufen, machen wir, glaube ich, eine kleine knackige Pause. Und irgendwo hier in diesem Fensterchen wird sein, hier klicken für den zweiten Teil. Dann kommt ihr einfach direkt weiter. Und ja, dann melden wir uns gleich wieder vom Erdenhauptquartier zurück. Bis gleich.